Schichtbeginn für Thorsten Schulz. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Johanniterverband. Thorsten freut sich besonders auf die Arbeit mit den zwei Rettungswagen. Die sind nämlich neu. Rund 50.000 Euro hat der Verein durch Spenden und Eigenfinanzierung für die Autos aufgebracht. Ja, wir stehen hier in unserem neuen 1er-RTW, den wir uns neu angeschafft haben. Der ist komplett ausgerüstet, bleibt auch immer mit dem medizinischen Material ausgestattet, wie zum Beispiel unserem RTW-12, unserem LifePack 12, der für Vitalfunktionsüberwachung gedacht ist. Im schlimmsten Fall kann man damit auch das Herz zum Schlagen wieder bringen, bei einer sogenannten Reanimation. Man kann damit den Blutdruck bestimmen, die ganz normalen gucken, mit EKG ankleben, ob das Herz rhythmisch schlägt. Genau. Die Haupteinsatzgebiete der beiden Rettungswagen sind Veranstaltungen und Katastrophenschutz. Aber es gibt Unterschiede zwischen den beiden Autos. Unterschiede bei den Fahrzeugen ist einfach nur die Gewichtsklasse. Den kann man mit dem Führerschein B fahren, den mit einem C1er. Genau, den nutzen wir für alle Veranstaltungen und bei dem, weil er aufgrund dieser Breite besonders ist, nutzen wir den auch als mobiles Behandlungszentrum. Seit 8 Jahren ist Thorsten für die Johanniter im Einsatz. 2001 ist er während seiner Zeit bei der Bundeswehr das erste Mal mit dem Sanitätsberuf in Kontakt gekommen. Seitdem lässt er ihn nicht mehr los. So mancher Fall ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Also mein schlimmstes Erlebnis, was aber auch gleichzeitig gut geendet ist, das war 2006, wo wir mit dem Sanitätsdienst der Stadt West Cottbus abgesichert haben. Da hatten wir auf der Bühne an der Oberkirche eine Reanimation gehabt. Da waren wir mit dem Sanitätsdienst vor Ort, mussten ihn reanimieren, haben ihn auch lebend dem öffentlichen Rettungsdienst übergeben. Und wir haben hinterher auch erfahren, dass er das auch ohne Schaden alles überstanden hat. Genau das ist auch das Ziel ihrer Arbeit. Weitere Helfer dafür werden jederzeit gebraucht. Und mit so einer neuen Fahrzeugausstattung macht die Arbeit doch gleich viel mehr Spaß.